Wegen unserem dummen Fehler gerade eben ist unsere neue Sicherung schon wieder kaputt. Hier haben wir jetzt noch eine neue, das ist eine etwas andere, aber das ist dieselbe. Bevor wir die aber einsetzen und wieder denselben Fehler machen, müssen wir erstmal diese zwei Kabel voneinander trennen. Man sieht, das sind zwei verschiedene, also Plus und Minus, und die dürfen sich halt nicht berühren. Und deswegen hatten wir gerade einen Kurzschluss. Jetzt werden wir erstmal diese Isolierung, diese Hülle aufschneiden, um die Kabel voneinander zu trennen. Und dann werden wir die hier mit den Blinker verbinden. Und dann werden wir nochmal die neue Sicherung einbauen und gucken, ob alles funktioniert. So, den Blinker haben wir jetzt erstmal provisorisch festgemacht. Aber nur provisorisch, das machen wir nachher nochmal ordentlich. Nur wir haben das jetzt halt nur gemacht, um zu probieren, ob alles funktioniert. Und dafür ist das jetzt egal, wie es aussieht. Wie gesagt, wir machen es irgendwann nochmal ordentlich. Nur jetzt wollen wir halt nur die Funktionalität testen. Die neue Sicherung ist drinne. Zündung an. Machen wir erstmal Bremstest. Okay. Also die Hupe geht. Okay. Also ich bremse mit links. Geht nicht. Geht nicht. Rechts. Geht auch nicht. Oh, Bremslicht geht nicht. Ja, entweder Bremslicht oder die Taster sind bei dir auch short. Ja, ich glaube eher, dass das das Bremslicht ist. Dass sie da irgendwas nicht richtig angeschlossen haben. Weil die Blinker waren ja auch nicht richtig angeschlossen. Nicht richtig Ach stimmt, hier ist angeschlossen. alles drin. Ja. Vielleicht ist auch einfach die Birne durch. Einfach mal austesten. Da sehe ich nämlich auch schon Kabel rausfliegen. Das andere ist angebrochen. So. Okay. Von hinten. Ja. Die Birne scheint, glaube ich, okay zu sein. Ja, die Birne ist okay. Beide Drähte sind heile. Also liegt es schon mal nicht an der Birne. Da ist das Kabel auf. Erstmal Zündung aus. Da ist es auf. Da ist es auf. Hier gucken auch ein paar Teile raus. Da ist es auch auf. Ja, das Kabel ist Das müssen wir offen. eben komplett rausnehmen. Ja. Also ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, aber die Kabel sind angerissen, also die Isolierung ist angerissen. Und jetzt sind die Kabel offen. Wir werden jetzt mal das Rücklicht ausbauen. Ja, daran kann man erkennen, dass das Rücklicht schon mal ausgebaut wurde, weil das Rücklicht ist mit drei Muttern befestigt. Einmal hier und einmal hier und dann nochmal eine Mutter da ganz hinten. Die abzubekommen ist möglich, aber da hinten die wieder drauf zu bekommen, das ist fast unmöglich, weil von unten kommt man nicht ran. Weil das unten dicht ist und von hier hinten kommt man schon gar nicht an. Und darum bauen die meisten das nur mit zwei Muttern wieder an. Die meisten Tuning-Rücklichter haben auch nur zwei Muttern und gar nicht drei. Also wenn die Mutter in der Mitte fehlt, bei den dritten Bolzen, dann wisst ihr, der Vorbesitzer hat das Rücklicht schon mal abgebaut. Wieso? Hä, was ist Guck das mal. denn? Hier fehlen zwei Schrauben. Hier ist Fehlt die bei dir auch? Ja. Sag mal. Oh, meine Güte, haben sie wieder richtig scheiße gebaut. Ja. Hier. Das ist der Haltebügel für den Beifahrer und der ist mit vier Schrauben befestigt. Und hier, die hinteren sind gar nicht dran. Jetzt stellt euch mal vor, jemand hält sich da hinten fest und der Fahrer geht voll in die Eisen. Dann reißt er das hier richtig schön um. Darum wackelt das auch alles so. Das ist ein Gefusche, ne? Ich hasse sowas. Der Roller wurde mal komplett zerlegt, aus welchem Grund auch immer. Keine Ahnung, was er damit gemacht hat. Aber dann wurde er nur so halbherzig wieder zusammengebaut und das kotzt mich so an, ne? Ich meine, es ist nichts Schlimmes, einfach eine neue Schraube rein und gut ist, ne? Aber ja, gut, aber für den Preis kann ich mich echt nicht beschweren. Warte, hier ist Isolierung drauf. Vielleicht ist Ja. das Kabel da durchgerissen. Weil, guck mal, wie das. Mach mal die Isolierung da ab. Vielleicht ist es das schon. Ich habe auf jeden Fall richtig, die haben, oh, hier auch, die haben sich richtig ausgetobt. Zum Negativen hin. Da haben sie richtig auf die Kacke gehauen. Da haben sie alles gegeben. Weißt du, was ich vermute, was dahinter ist? Die haben die beiden Kabel einfach
übereinander gelegt und einfach zusammengefegt. Wenn das jetzt so ist, Alter, dann, ey, dann weiß ich nicht mehr. Du meinst einfach zusammengedreht? Die haben die nicht mal zusammengedreht, die haben die nur übereinander gelegt, so sieht das schon aus. Ach so. Ja, ich mach jetzt erstmal alles ab. Ja, genau, mach mal ab, das Drücklicht. Minus auch noch. So. Das sieht schon wieder so kriminell aus. Ich mach das mal vorsichtig ab, weil das interessiert mich jetzt. Es ist ja immer interessant, sowas zu sehen, was sich manche Leute einfallen lassen. Auch selbst wenn die das zusammengedreht hätten, wäre das trotzdem einfach... Ja, sowas sollte man löten oder wenigstens mit Lüsterklemmen zusammenschrauben. Okay. Ja. Die haben das nicht mal gelötet, die haben das nur zusammengedreht. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Da ist Draht umzu, siehst du das? Das ist ein anderer Draht. Kannst du mal die Kamera halten und filmen? Da ist einfach Draht umzugewickelt. Nur die Frage ist, warum? Was soll das? Ich weiß es nicht. Warum macht man sowas? Aber das dürfte nicht die Funktionalität beeinträchtigen. Klar, die Isolierung ist ab. Aber wenn ich da jetzt Isolierband umzumache, müsste das eigentlich funktionieren. Ja. Wir schließen das nochmal an und dann gucken wir. Also ich mache jetzt erstmal das Isolierband umzu, weil die Kabel sind nicht beschädigt. Da ist nur die Isolierung ab. Die Kabel sind noch heile. Dann mache ich da Isolierband dran. Und dann schließen wir das nochmal an und dann gucken wir, woran das gelegen hat. Vielleicht war es auch nur ein Wackelkontakt, aber dann müssen wir das auch beheben. Wir gucken mal. So, der linke Blinker geht nicht. Also die Blinker gehen alle. Das kann ich auch mal eben zeigen. Rechts geht vorne. Rechts geht hinten. Und vorne links geht auch. Aber hinten links ging halt nicht. Die Birne ist okay. Also muss das Kabel irgendwo beschädigt sein. Wir haben das Kabel aber ausgetauscht. Das ging auch nicht. Also muss das Kabel irgendwo im Laufe der Verlegung, sage ich jetzt mal, nochmal gebrochen sein. Aber das ist kein Problem, denn ich habe in meinem Lager gerade nachgeguckt. Ich habe noch so ein komplettes Blinkerkabel, also einen kompletten Blinker. Und den werden wir jetzt einfach anbauen, weil hier ist nämlich ein Stecker. Der kommt hier vorne einfach ran und dann müssen wir nämlich nichts löten oder so und haben das wieder ordentlich. Das Blinkerglas kann man ja austauschen. Man kann ja das neue einfach hier dran machen. Aber dazu müssen wir erstmal den abbauen und dann gucken wir mal weiter. Aber warum das Rücklicht nicht geht, wissen wir immer noch nicht. Die Kabel haben wir gecheckt. Die Birne ist drin, die Birne ist auch okay. Die Kabel sind hier alle heile bis jetzt. Aber ich bremse mal. Zündung ist ja an. Wenn ich jetzt bremse, müsste das leuchten. Aber das tut's nicht. Und woran das liegt, weiß ich nicht. Weil eigentlich müsste das Bremslicht funktionieren, auch wenn der Motor gar nicht an ist. Weil das Bremslicht muss immer funktionieren. Jetzt ist die Frage. Ist das Kabel irgendwo auf dem Weg nach hier oben durchgebrochen oder sind diese Schalter kaputt? Aber erstmal kümmern wir uns um den Blinker. Weil die Schalter sind echt scheiße auszutauschen. Das hatten wir bei dem anderen Street Rocks schon mal. Aber wir werden es ja sehen. Weil ich finde es auch komisch, dass beide... Ich finde es auch komisch, dass das an beiden nicht geht. Man sieht es ja. Ich bremse jetzt mal, passiert gar nichts. Und ja, dann müssten schon beide Knöpfe, also beide Schalter an den Bremshebeln müssten dann kaputt sein. Und das kann ich mir nicht vorstellen, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, wir kümmern uns erstmal um den linken Blinker und dann machen wir weiter. Du filmst. Der Yannick ist jetzt gerade am Filmen und ich finde, das macht er gar nicht so schlecht. Oh, ich hab's schlecht gemacht, man hat dein Gesicht gesehen. Oh. Das müssen wir erstmal rausarbeiten. Ja. Oh, schon wieder. Oh. So. Der Yannick ist gerade am Arbeiten, der andere Yannick. Wissen die eigentlich, dass wir beide Yannick heißen? Ja, nee, das habe ich herausgeschnitten. Was?
Hast du unser eigenes 1000 Abo Spezial nicht geguckt, du Affe? Hab ich nicht. Nein? Ja, wie soll ich das denn komplett durchgucken? Ich hatte so ein Business in letzter Zeit. Dann, das Wichsding muss ich erstmal raus. Ja, dann mach das doch. Warum hast du das überhaupt schon angeschraubt? Ja, ohne das. Irgend so ein Wichser hat das hier so scheiße verlegt. Ja, ja. Kannst mich mal am Arsch lecken, Alter. Hier, der muss doch ab. Jo. Der muss ab. Hier, da ist er doch. Richtig. Muss ich den Kabelbinder erst abmachen. Mach doch. Ja, wo ist denn die Zange dafür? Ich hab keine Zange. Ja, dann mach ich das so hier. Geh mal weg da. Oh Mann, jetzt hör doch mal auf zu nerven. Nervt doch nicht. Ja, klar. Du hast heute wieder Stress, ne? Du Lunch, Alter. Ja, genau. Kopier mich. Kopieren? Ja. Fällt dir nichts Besseres ein, hä? Hä? Komm mir nicht so. Was ist das denn jetzt? Gib mir mal einen richtigen Bolzenschneider hier. So, jetzt hast du es. Jetzt muss das Kabel da wieder zwischen. Warte, ich glaube, von unten geht's besser. Hast du? Ja. Leg mal da durch. Jetzt muss ich hier rein. So. Ja. Dann haben wir das auch ordentlich. Dann müssen wir auch nicht löten oder mit Lüsterklemmen arbeiten oder so ein Schwachsinn. Wie sieht das hinten aus? Hinten habe ich das jetzt so ordentlich verlegt. Verlegt. Dann steck mal ran, die Scheiße. So. Zündung an. Blinker links. Jo, geht wieder. Rechts. Rechts, machen wir. Jo. Jetzt seht ihr das Problem. Blink nochmal links. Ja, Sir. Links ist es orange, aber rechts, blink mal rechts, ist es weiß. Warum? Man sieht ja, der hat hier diese getönten Blinkergläser eingebaut. Und das Problem ist, er hat vergessen, sich farbige Birnen zu kaufen. Die Birnen da drin sind weiß. Und bei dem orangen Glas leuchten sie durch das orange Glas ja trotzdem orange. Ist ja auch logisch. Aber hier sind weiße Birnen drin. Und dadurch, dass das kein oranges Glas ist, sondern gefärbtes Glas, sieht man nur das weiße Licht. Da werde ich mir nochmal farbige Birnen kaufen müssen. Aber das ist ja auch erstmal egal. Das ist ja schnell gemacht. Kostet ja nichts. Aber es funktioniert wenigstens. Das ist viel wichtiger. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, warum dieses verfickte Rücklicht nicht geht. Wir machen jetzt die Lenkerverkettung ab, weil wir an diese Schalter dran kommen müssen. Das sind die Schalter für die Bremshebel. Wenn man jetzt bremst, dann leuchtet das Rücklicht und dafür sind die Schalter verantwortlich. Und wir vermuten, dass die entweder kaputt sind oder nicht angeschlossen sind, weil das Kabel und die Stecker waren eigentlich hinten noch alle in Ordnung. Also kann es eigentlich nur das sein. So, ich nehme jetzt mal die Blinker ab, die Verkabelung für die Blinker. Aber sonst kriegen wir das nämlich nicht ab. So. So. Und fürs Bremslicht ist ja jetzt, das sind ja diese Kabel hier. Einmal das hier auf der rechten Seite und auf der linken Seite, die hier, die sind dafür zuständig, einmal, dass das Licht, also einen Impuls empfängt, dass man jetzt, dass das Bremslicht jetzt anfängt zu blinken, also zu leuchten, und einmal natürlich auch für den E-Starter. Und jetzt müssen wir gucken, ob hier was beschädigt ist oder nicht verbunden ist. Also die Stecker sind alle in Ordnung, also können es eigentlich nur diese Schalter sein. Ich versuche hier mal das Gummi abzukriegen. Ja. Vielleicht haken die. Ja, oder vielleicht sind die wie bei mir einfach ausgebrochen. Ja, das glaube ich gar nicht mal, weil so alt ist der Roller noch nicht. Aber das kann sein, dass sich das festgekeilt hat, weil die schon so alt sind, also weil der so lange stand. Ja. Und das war das nicht sogar so, der Schalter, wenn man den drückt, wird der Schalter ausgeschaltet und dadurch wird dann halt nicht mehr, wird dann halt das Bremslicht aktiviert, dass das so ein Totmannschalter ist, weißt du? Also wenn der Stromkreis geschlossen ist, geht es nicht mehr. Ich meine, das war sowas. So, jetzt habe ich den Stecker abgemacht.
Und jetzt werde ich das mal probieren zu bremsen. Wo ist das Rücklicht? Nee, jetzt kannst du ja nicht bremsen. Das ist ja die Frage, das will ich jetzt testen. So, ich werde jetzt einfach mal die Kabel verbinden, um den Schalter zu überbrücken. Und wenn ich das jetzt zusammenhalte, dann müsste das jetzt eigentlich aufleuchten. Ich gehe mal rüber. Also noch nichts. Dann liegt das nicht an dem Schalter. So, wir haben jetzt rausgefunden, warum das Bremslicht nicht ging. Hier, das sind die Stecker für die Bremse. Und ihr seht ja jetzt braun auf braun und grün-gelb auf grün-gelb in so einen Stecker rein. Das war vorher anders. Vorher war ein brauner mit einem grün-gelben. Und ja, wir haben das jetzt so zusammengesteckt. Gelb-grün zusammen und braun-braun zusammen. Und jetzt funktioniert das. Mach mal. Ja. Ich schätze mal, weil der Roller wurde offensichtlich zerlegt. Man sieht das. Die Verkleidung ist überhaupt nicht richtig dran und überhaupt nicht ordentlich zusammengemacht. Die Verkleidungsteile sind teilweise falsch übereinander gelegt und auch nur halbherzig festgeschraubt oder sogar teilweise gar nicht. Zum Beispiel beim Unterboden fehlt hier auch eine Schraube. Der Roller wurde aus irgendeinem Grund komplett zerlegt und dann schlampig schnell wieder zusammengebaut zum Verkaufen. Warum der Roller komplett zerlegt wurde, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Bremse geht links, jetzt. Rechts, beide Seiten. Ja, beide Hebel beide gehen. Beide Schalter funktionieren. Hupe geht, mach mal Hupe. Blinker links. Rechts. Und ja, das war's. Also die Elektronik ist hundertprozentig einsatzbereit. Das, was wir jetzt noch machen müssen, ist, ja, den Rest von Roller, ne? Ihr wisst ja, der Zylinder fehlt. Wir haben nur noch einen Zylinderkopf. Und, ja, wenn der drauf ist und wir noch einen Auspuff anbauen, dann müsste der eigentlich funktionieren und wäre fahrbereit, der Roller. Ansonsten ist die Elektronik komplett und vollständig und funktioniert. Das ist so mit das Wichtigste, finde ich, weil das ist somit das Komplizierteste, die Elektronik. Weil wenn da irgendwas kaputt ist, es ist immer scheiße. Alles andere, so mechanische Teile, kann man immer locker austauschen. Zylinder, das ist schnell gemacht. Ich bestelle demnächst einen. Was für einen, weiß ich noch nicht genau. Einen Auspuff habe ich noch, einen originalen und einen Sportauspuff. Sportauspuff, ja, ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll, weil das ist so ein Technikersteil. Ich muss mir das nochmal überlegen. Aber auf jeden Fall, Elektronik geht und das ist schon mal ein großer Schritt voran. So, die Sonne geht unter. Wir machen an einem anderen Tag weiter. Die Elektronik ist ja soweit gut. Den Rest des Rollers gucken wir uns ein anderes Mal an, weil ja, es wird dunkel und kalt. Und wir hören für heute auch auf. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja. Überhaupt nicht. Na gut, dann verabschieden wir uns. Adios, amigos.